Willkommen heute zu Frequent Traveler TV aus der Finnair Lounge und zwar aus der Schengen Lounge mit einem deutlich verbesserten Essensangebot. Leider sind die Kekse dem Ganzen zum Opfer gefallen, aber dafür gibt es hier Fleisch. Ja genau, die vegetarischen Gerichte sind weg. Lass uns aber auf die Themen von heute gucken und nicht auf meine kulinarischen Ergüsse aus der Lounge. Genießt im Hintergrund den Flughafenverkehr. Thema, das wir haben, ist zum Beispiel Lufthansa hat das AOC für City Airlines quasi aktiviert, indem man schon ein Flugzeug betreibt für die neue Fluggesellschaft. Eurowings hat den sogenannten Mallorca Shuttle oder Mallorca Airbus wieder im Betrieb, ein Airbus A321. Wir haben das Thema Inlandsverkehr, das in Deutschland deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Wir hatten das ja auch schon berichtet. Weiter geht es mit Honolulu, dem Flughafen. Die haben ein Problem mit Bettwanzen. Deshalb immer schön den Koffer geschlossen halten dort. Und für die neu entdeckte Liebe zu GHA Discovery haben wir auch einen Triple-Punkte-Deal von Diamond. Hätte ich fast gesagt. Nee, wie heißt das? Discovery. GHA, Global Hotel Alliance. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt über GHA, ich werde das mal oben verlinken. Muss ich nur dran denken, gleich beim Schneiden. Kanal abonnieren, Glocke, Like, ihr wisst ja, wie es läuft. Und vor allem unten ganz, ganz wichtig, kommentieren. Da ich in dem Flugzeug sitzen werde, wenn ich eigentlich um 7 Uhr online gehen werde, solltet ihr das quasi jetzt wieder aufgezeichnet sehen. Aber morgen bin ich wieder live für euch da. So hoffe ich doch. Live aus dem Studio. Inlandsverkehr bleibt bei den Erwartungen deutlich zurück. Und zwar ist das so, wenn wir uns die Zahlen von Juni bis November 2023 anschauen, 9,6 Millionen Sitze im innerdeutschen Flugverkehr sind angeboten worden. Und der Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft, BDL, sagte heute am Donnerstag, dass an den kommenden Monaten werden zwischen deutschen Städten deutlich weniger Passagierflugzeuge unterwegs sein als vor der Pandemie. Die Gründe dafür sind ja mannigfaltig, die kennen wir ja alle und wir wissen sie ja auch. Denn Lufthansa benutzt natürlich die Flugzeuge nicht für Inlandsstrecken. Einmal Nürnberg ist ja gestrichen worden, ist auch eine Strecke, die schwierig zu vermitteln ist. Wichtig ist aber an dieser Stelle, dass es auch andere Strecken sind, die ausgedünnt worden sind oder aber dann halt nicht mehr geflogen werden, weil EasyJet auch nicht mehr fliegt. Wenn wir uns das angucken, ist es so, dass in Deutschland von Juni bis November auf 128,9 Millionen Sitze auf den Flügen angeboten werden. Und das ist nur noch 83% von dem, was vor Corona angeboten worden ist. Besonders stark läuft die Erholung des Flugverkehrs nach Südeuropa. Also in die beliebtesten Urlaubsregionen. Von Juni bis November werden in Destinationen fast 50 Millionen Sitzplätze angeboten. Wurden 50 Millionen, ich wiederhole es. Und das sind 95% aus 2019. Da kommt die Nachricht natürlich auch zurecht, dass die Lufthansa mit ihrer City Airlines den ersten A319 und ein sogenanntes Luftverkehrsbetreiberszeugnis hat. Das ist ein AOC. Das ist wichtig, dass man überhaupt eine Fluglinie sein darf und ist. Und damit ist die Lufthansa damit startklar. Das Luftfahrtbundesamt gibt dieses quasi raus. Das ist eine Lizenz. Ganz, ganz wichtig. Das ist eine Art, das Flugzeug, was man jetzt betreibt, ist eine Art, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, es gibt ja eine Fernsehsendung, die Wanderhure auf Sat.1, glaube ich, gab es mal. Und so ist das auch bei dem 319, der 1998 am 28. Juli mit der Seriennummer 860 an Lufthansa ausgeliefert worden ist. Dann ist das Flugzeug zu Germanwings gegangen, dann ist es nach ein Dreiviertel Jahren zur Lufthansa zurückgegangen, 14 Jahre ist dann das Flugzeug, nach 14 Jahren ist das weitergereicht worden an die Schwester Cityline, also quasi von der City Airlines, die Schwester, die Cityline. Einiges blieb immer gleich. Man trug immer dieselbe Registrierung, Delta Alpha India Lima X-Ray. Dieses Flugzeug hört auf den Namen Fellbach als Taufnamen. Ja, das sind die einzigen Konstanten, die AOC. Das AOC für die Lufthansa City hat Airlines hat die Nummer D425. Der interne Wechsel gerade dieses Flugzeugs hat übrigens einen ganz, ganz wichtigen Grund. Denn nur um ein Luftbetreiber-Zertifikat zu bekommen, muss man ja auch ein Flugzeug haben. Weil sonst braucht man ja kein AOC. Ist im Prinzip so, du kriegst ja auch nicht irgendwie einen
einen Fahrzeugschein, wenn du kein Fahrzeug hast, so ungefähr. Und damit ist es so, dass man diese Genehmigung, um kommerzielle Flüge durchzuführen, natürlich schnellstmöglich haben will, um Geld zu verdienen. Das hat man jetzt geschafft und im Spätsommer oder Sporsommer, weil es ja auch gesport wird wieder, geht das dann mit der Fluggesellschaft auch an den Start. Wichtig ist, dass man da München als Heimatflughafen hat, einfach fürs Protokoll. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob man sich bei Lufthansa damit nicht ins Knie schießt, weil wenn die Vereinigung Cockpit oder aber auch die UFO dann anfangen zu sagen, wir machen das alles für dieselben, also wir verhandeln für alle Fluggesellschaften und machen das nicht mehr nach Lufthansa Mainline, nach Eurowings und so weiter, sondern für alle, dann ist das natürlich ein Problem. Das ist also ein bisschen die faktisch, heißt also, dass man damit versucht, vollendete Tatsachen zu schaffen und ja, den Widerstand zu brechen. Aber ich glaube nicht, dass der Widerstand gebrochen wird, weil die Leute natürlich da nicht ganz so dumm sind und das Spiel der Lufthansa wird da relativ schnell und easy durchschaut. Wer auch ein neues Flugzeug bekommen hat, ist die Eurowings. Die ist ein Betreiber wieder von einem Airbus A321. Die A321 ist von der Lufthansa natürlich auch übernommen worden, ist kein neues Flugzeug. Der Flug EW963 ist dann von Düsseldorf nach Rodos gegangen, also quasi an ein Warmwasserziel. Die größte Maschine ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Lufthansa und auch gerade auch für die Eurowings, weil die Eurowings ganz viele Ziele anfliegt, wo die Nachfrage sehr groß ist. Es lohnt sich dann natürlich, kein großes Flugzeug zu schicken, aber die 321er sind wesentlich mehr Sitzplätze. Sechs A321er kommen von der Lufthansa und werden auch jetzt umlackiert und erreichen relativ schnell auch die Eurowings-Flotte. Es soll auch etwas mit 230 Passagieren losgehen. Wichtig ist, man wartet auch auf ein neues. Also es sollen auch neue Flugzeuge kommen. Es ist zum Beispiel ein A320neo ausgeliefert worden und 4 A321er-Neos sind auch irgendwie zur Auslieferung für die Eurowings angemeldet. Eurowings hat diesen Lufthansa Mallorca Airbus getauft. Damit ist es halt klar, dass man da dieses Mallorca Shuttle-Image wieder aufbauen möchte, was Air Berlin ja eigentlich gemacht hat. Und das Wachstum geht bei Eurowings weiter. Zum Leidwesen von vielen, aber ich würde die Eurowings, ja, wie soll ich sagen, ich betrachte die Eurowings mittlerweile auch nur als eine Lufthansa-Verlängerung, weil das Produkt unterscheidet sich ja jetzt nicht ganz so, wenn man ehrlich ist, für uns als Statuskunden. Wo sich das Problem, ich sag jetzt mal, manifestiert, ist im Flughafen Honolulu. Da muss man gegen diese Bettwanzen sich durchsetzen. Und Bettwanzen sind eklige Tiere. Ich habe Gott sei Dank in meinem Leben noch nie Erfahrungen damit gemacht. Wir hatten mal einen Kunden, der hatte Bettwanzen. Das sind, die beißen einen und dann kriegt man so rote Spots und solche Sachen. Ist natürlich relativ unangenehm, muss man sagen. Aber hier ist es so, dass die Bisse halt wirklich auch nicht nur die Rötung, sondern auch Juckreiz auslösen können. Die Bettwanzen haben eine Lebenserwartung von 6 bis 12 Monaten, ist also jetzt nicht ein Problem, was mal eben so weggeht. Und Air India musste 2018 zum Beispiel auch im Boeing 777 mehrere Tage aus dem Verkehr ziehen, weil dort Bettwanzen waren. Ich erinnere mich auch an Sheraton Hotel, ich glaube, war sogar auch in New York, da gab es auch genau das Problem. Das Dilemma mit den Tierchen ist natürlich, dass sie ganze Gates lahmlegen, weil wenn man da anfängt, gegen zu kämpfen, ist das natürlich nicht unbedingt so gesund, dass man den ganzen Scheiß einatmet. Flugverkehr ist jetzt nicht dort betroffen, aber unabhängig davon, ich finde es die Meldung wert, weil man ja normalerweise Bettwanzen mit dem Namen Bett verbindet und dann nicht an einem Gate oder sowas. Ich selber versuche in Hotels auch immer meine Klamotten in meinem Koffer zu haben und meinem Koffer zuzuhalten, dass da nichts reinläuft und reinkrabbelt, weil es gibt nichts Ekelhafteres als das. Und nun sind wir schon beim letzten Thema. JHA Discovery Triple DS, also das sind die Discovery Dollars, die ihr zu einlösen könnt. Da ist es so, dass es jetzt eine Promotion gibt für einige Hotelmarken. Und zwar sind das Triple Brand Marken. Das ist Anantara, Avani, NH Hotels, was für uns natürlich cool ist, was sie in Deutschland gibt, Oaks und Tivoli. Silver bekommen 4 Basepunkte plus 8% Bonus sind 12% total, Gold 5% bis 10% und Top sind 15, Platinum sind 6 bis 12 und Titanium kriegt sogar 7 bis 14 sind 21%.
Würde also heißen, wenn man jetzt mal so ein NH-Hotel nimmt, ich gucke jetzt mal NH-Hotel Buhne in Deutschland, wäre zum Beispiel da wichtig. Da kriegt er halt die Meilen. Ich hatte auch übrigens in dem Video gesagt, aber das will ich nochmal sagen, dass NH Hotels zwei Marken hat. Es zählt aber leider nur als eine Marke, wenn ihr drei Marken machen wollt. Diese Offer ist relativ cool, weil man da halt jetzt auf dem Easy-Weg, wenn man da hingeht, auch mehr Meilen bekommt. Für einmal schlafen ist NH ja geil. Also da kann man ja nichts Falsches zu sagen. Ja, danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV zugeschaut habt. Danke, dass ihr mich auf meinen Reisen in Anführungsstrichen virtuell begleitet. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, Glocke anzumachen, aber auch ein Like dazulassen. Wichtig an dieser Stelle ist auch immer wieder kommentieren und Kanalmitgliedschaft. Für alle Kanalmitglieder nochmal der Hinweis, ich werde wahrscheinlich entweder Samstag, also ich denke mal, ich werde Samstag nochmal einen Kanal-Call machen, wo wir uns dann auch nochmal über die Weihnachtsmann-Geschichte unterhalten. Und wir haben schon 12 Sitzplätze weg für die Allegris. Ich muss jetzt leider gucken, wie wir das hinkriegen, ob wir noch mehr Leute mitnehmen können oder nicht. Wer also noch Interesse hat für Allegris, kann sich auch melden. Danke, dass ihr dabei wart und bis morgen wieder in Alter und Frische. Bis dann. Ciao.